Hallo liebes Publikum, HBK hier zusammen mit Scott Schweben. Und wir spielen wieder eine Runde Plague Inc. Evolved. Und wieder mit Facecam. Uah. Ich weiß, wahrscheinlich ist das jetzt vollkommen unnötig mit der Facecam und das macht jetzt gar nicht so viel. Und heute kämpft die Klickgeilheit gegen den Nippeltwister. Oh yeah, beides hat irgendwie was mit Geilheit zu tun, aber auch irgendwie nicht. Oder auch doch, keine Ahnung. So, jetzt suchen wir uns mal unsere Startländer aus und dann fangen wir mal an, würde ich sagen. So. Wäre auch geil, wenn wir im gleichen Startland anfangen, ne? Ja, das wäre echt strange. Das wäre echt komisch, ja. So, fangen wir gleich mal an, hier ein bisschen was zu machen. Damit sich unser Virus auch schön ausbreitet. Also rein theoretisch bräuchte ich jetzt hier so, na, Clickbait-Thumbnails und sowas alles, dann würde sich Klickgeilheit sowas von schnell ausbreiten, das glaubst du gar nicht. Okay. Und es könnte zwischenzeitlich auch sein, dass der Scorch dann weg muss, weil seine Pizza ankommt. Der hat sich nämlich eine Pizza bestellt und die ist irgendwie 2 Stunden nicht angekommen. Um mal ein bisschen aus dem Leben vom Scorch zu erzählen. Yay! Yeah, ich esse Pizza! Wow! Nicht jeden Tag. Blasphemie! Er isst Pizza! Das geht nicht. Das ist gegen die Genfer Konvention. Und jetzt bist du wahrscheinlich in Japan. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Nein. Einfach weil. Keine Ahnung. Weil warum? Ja. Oder du bist ganz woanders. Wie sind meine solche von da nach da unten gekommen? Ohne irgendein anderes Land zu infizieren. Da ist irgendwer ganz interessant gereist. Von Land bitte hier einfügen nach Land bitte hier einfügen. Ich werde dir natürlich nicht verraten, wo ich mich derzeitig aufhalte. So, komm, Dankeschön. So, dann brauchen wir das hier. Zack, zack. Jawohl, also noch ist alles ausgeglichen. Noch ist alles in Ordnung. Alle schick hier. So. Machen wir auch mal das hier. So, mein Startland ist noch safe. Das ist gut. Das ist sehr schön. Ja, im Endeffekt kann man jetzt erstmal nur auf Punkte warten. Oder ja. Läuft es bei dir so? Bei mir läuft es ein bisschen. Also ich muss auch auf Punkte warten. Da wollte ich eigentlich nicht hin, aber ist auch in Ordnung. Alles braucht irgendwo einen Anfang. Also ich habe bisher noch keine von deinen gelben Punkten gefunden. Ich bin bisher nur in Ländern, wo du noch nicht bist. Kann gut sein, kann schlecht sein. Je nachdem. Ich mach mal einen auf den hier. Einfach um sicher zu gehen, dieses Land zu haben. Denn einige Länder sind in diesem Spiel echt beschissen. Da war gerade eine Nachricht, das ist deine Pizza. Nö. Immer noch auch die Showgruppe. Ah, okay. Sollte die mal stumm schalten. Ah, vielleicht. Oder wenigstens dein Handy während der Aufnahme ruhig machen oder so. Ich denke, das ist eigentlich immer eine ganz gute Übertragungsweise. Also die Ecke ist auf jeden Fall schon mal schön rot. Das gefällt mir. Das gefällt mir doch durchaus sehr gut. Alter, ganz ruhig jetzt hier. Ich bin so ruhig, wenn ich noch ruhiger wäre, würde ich einpennen. Meine jetzt... Was hier alles infiziert. In-game, ja. So. Mir ist es irgendwie langsam, aber ich habe immer noch mehr Infizierte als du. Obwohl, jetzt kommst du langsam noch ran. Gleich ist ausgeglichen. Ganz langsam, aber. Langsam, aber stetig. Langsam, müßig nähert sich das Eichhörnchen oder so. Irgendwie so sagt man doch. Und schon habe ich mehr Infizierte. Yay! Deine Leute können gar nichts. Die infizieren gerade mal so 7000 pro Tag. Meine sind da viel stärker. 100.000 pro Tag. Na gut, jetzt ist es nicht mehr ganz so schlimm. Wahrscheinlich ist mein Startland nicht wirklich so schön. Oh, ich habe auf jeden Fall Land gefunden, wo du gewesen bist. Australien nämlich. Australien? Wo ist denn Australien hier? Unten. Das Land rechts unten, die große Insel. Ach, da. Ja, das sind auch ein paar. Da sind ein paar gelbe Pünktchen. So, mein Startland ist noch unentdeckt. Weil ich will natürlich dein Land entdecken. Hier. Nee, da bin ich doch schon. Verdammt! Was?
Ja, ich hab grad was, die Heilmittelforschung beginnt? Ich hab noch nicht mal irgendwelche Symptome. Also bei mir hat's nebenbei das Schwitzensymptom mutiert, aber bei mir haben sie noch... Doch, bei mir hat sich was mutiert. What the fuck? Eine Sache. So, was hast und was hast du für ein Symptom? Blutung der Nasenschleimhäute für... Ach du Scheiße. Ui. Damit. Naja, es, wenn du es zurückentwickeln willst, kostet das halt Punkte, ne? Ja, kein Problem. Das ist dann immer so die Sache. Na, ich krieg gerade nicht allzu viele Punkte. Du dominierst mich hier gerade so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Ja, bei dir geht das gerade rasend schnell mit der Verbreiterung. Verbreiterung schon wieder? Warum sage ich nicht Verbreitung? Ich habe dein Startland entdeckt. Was? Brasilien! Alter! Yes! Sehr gut. Das Problem ist, du bist gerade trotzdem mir noch ziemlich über, was das alles angeht. So. Ich glaube... das ist immer so eine Sache. Gibt es keine Schnelltaste irgendwie? Du kannst, glaube ich, Doppelklick auf das Zeug machen. Nee, ich meine Schnelltaste halt zur Krankheitsinformation. Die habe ich jetzt herausgefunden. Da kann ich schneller agieren. Ah, okay. Na, okay, obwohl bei dir die Heilmittelforschung irgendwie, was du gesagt hast, angefangen hat, die sind doch bei 0%, also. Ja, die sind gerade eher langsam. Na, das sehe ich. Also du rechnest damit, dass es die Krankheit auch erst in 89 Jahren gefunden. Russland. Ah, verdammt, da hat er mich. Aber das habe ich mir schon fast gedacht, dass das jetzt nicht mehr so lange dauern wird. So, ich hoffe, dass diese Verbreitung jetzt... Nein! Verdräng mich doch nicht so! Nicht schön. Ich muss mich nach Mexiko abhauen, zurückversetzen, keine Ahnung. Da bist du ja auch schon! Das ist nicht zu knapp. Verdammt nochmal. Ich kann aber auch hier erstmal nicht mehr so viel machen. Ich muss jetzt echt erstmal auf ein paar Punkte warten. Oh. Aktueller Ping. Oh. Mein Ping war gerade kurz rot. Meiner auch. Okay. Alter, du bist schon bei 2 Milliarden infizierten Leuten, Kumpel hier. Kollege Schnürschuh, so geht das nicht. Warum macht Staub nicht ein bisschen mehr aus? Ach, du hast auch Staub? Naja, klar, ich denke mir einfach, das Zeug ist überall. Alter Schwede. Komm, ein bisschen mehr. Ein paar mehr Leute, bitte. Also ich habe im Grunde fast alles an Verbreitung, was es gibt. Okay. Wirkt aber wohl nicht so gut. Nee. Ich habe da gerade noch nicht so das Optimale gefunden. Ich will mal gucken, was das... Wirkt nicht so gut. Nee. Ich brauche gerade Punkte, das ist mein Problem. Irgendwie voranzukommen, brauche ich erstmal Punkte und die kriege ich gerade so wenig. Alter, die ganzen irgendwie Schiffwege und sowas, alles, die jetzt auch überall gelb. Nein! Nein, nicht Russland! Nicht Möchterchen Russland! Grönland, was hast du denn damit gemacht? Infiziert? Ja, bin ich jetzt auch gerade dabei. Alter, nein. Ganz langsam. Ja, aber du übernimmst gerade Russland und das gefällt mir nicht. Da hatte ich nämlich gerade eine... Alter! Was machst du bitte? No! Okay, die Punkte muss ich mir jetzt erstmal alle holen hier. Ich bin sogar schwerer zu heilen. Ja, ich auch, aber trotzdem. 100% Infektionsbonus. Willst du mich gerade verarschen?
Ja, komm. Bitte. Gib mir auch ein paar Boni. Zystensymptom. Ist klar. Was, was? Heilmittelforschung hat begonnen. Alter, was mutierst du denn hier bei mir? What the fuck? Der mutiert erstmal mega krass. Offensichtlich. Die Forschung, ja. Schön alles orange gehalten. Ich schon Leute. So, das ist mein Land. Raus da. Oh, Niederlage, was? Nein! Nippeltwister hat Klick halt genetisch dominiert und sämtliche Leben auf der Erde infiziert. Nippeltwister hat sämtliches Leben auf der Welt infiziert und Klickgeilheit absorbiert. Das heißt, gibt euch jemand einen Nippeltwister, seid ihr jetzt Klickgeil, Leute. Oh. Mann! Was hast du gemacht? Keine Ahnung. Ich hab's einfach geschafft. Ich muss jetzt mal kurz gucken. Du hattest Tröpfchen zuerst. Ich hatte Wasser zuerst. Dann hattest du Wasser, Lagetier. Ich hatte Hitzeresistenz. Ne? Ja, ich guck mir das auch gerade an. Mal gucken. Wo ist denn der, wo ist der Punkt gewesen, an dem du so denn angefangen hast, alles wegzurotten hier? Du warst gut bei den Übertragungen auf jeden Fall. Epifaxie, okay. Luft. Epifaxie zurückentwickelt. Ah, okay. Tröpfchen. Kälteresistenz 2. So hast du Russland bekommen. Und die Arzneimittelresistenzen, die beiden. Ja, und dann kam die genetische Umbildung, genetische Verhärtung. Außerplanmäßiger Flug benutzt ganz oft. Stärkte Infektion. Kopfschmerzen, umgebungsbedingte Verhärtung. Oh. Auf die bin ich aber auch eigentlich... Nee, ich habe was ganz anderes gemacht. Ach, verdammt. Ja, wie man hier unten beim Grafen auch sieht, ich habe kläglich gescheitert. Bin kläglich gescheitert? Bin, ne? Bist du noch da? Ja, bin ich. Gut. An der Stelle würde ich jetzt aber sagen, holt sich das Gorge hoffentlich seine Pizza gleich ab. Wenn die endlich mal da ist. Ja, und das wär's dann mit der zweiten Folge von Plague Inc. Evolved Multiplayer. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Vielleicht machen wir noch ein, zwei Folgen. Mal sehen. Mal gucken. Wer weiß. Ich habe nämlich gerade eine Nachricht bekommen. Vielleicht nehmen wir jetzt auch Siege auf. Bin gerade raus. So 45 Minuten. Alles klar, gut. Oh, okay. Gut, ja, aber dann würde ich an der Stelle sagen, wär's das mit dieser Folge von Let's Play Plague Inc. Evolved. Dankeschön, dass du mitgemacht hast, auf jeden Fall. Kein Problem. Und Dankeschön fürs Zusehen. Und an der Stelle würde ich dann wie immer sagen, tschüss, bis dann.